Guten Morgen, Kirmesfreunde. So, Saisoneröffnung Rastiland. Ne? Wir haben uns mal auf den Weg gemacht, gucken mal für euch, was es hier so alles Schönes gibt. Sind schon jetzt im Park drin. Wollten eben schon mit der Hochbahn fahren, aber naja, da hat das nicht so richtig funktioniert. Die war noch down und dann gehen wir jetzt erstmal weiter, gucken uns das Ganze ein bisschen an und zeigen euch dann hier die besten Szenen. So, und nun mal eine entspannte Fahrt durch den Märchenwald hier. Alles dreht sich, alles bewegt sich. Mittagszeit, die beste Zeit des Tages. Wir sitzen jetzt hier im T-Rex-Bereich, hier im Dino-Bereich und ja, haben uns immer ein bisschen was zu essen bestellt hier für die ganze Familie und dann werden wir es gleich mal schmecken lassen und zeigen euch auch, was es hier Schönes gibt. Mittagessen war gut, Preis bei Leistung, ja, in Ordnung. Ne? Für einen Freizeitpark kann man nichts sagen. So, dann sind wir hier zweimal Rafting gefahren. Aufnahmen seht ihr ja gleich dazu. Ne, das ist ja richtig hier mit dem Strudel. Ja, zeige ich euch gleich mal in einer anderen Aufnahme. Dann eben fahren Bibi und Mitchell noch mit.
runter. Jetzt habe ich keine Lust mehr. Ich will aussteigen. Natürlich nicht zu vergessen hier auch mal die Q-Line von der Raftingbahn. Also mega geil gestaltet, Animatronics drin, super für einen kleinen Park. Also kann man jetzt natürlich nicht mit Disney vergleichen. Aber für so einen kleinen Park, eine mega Q-Line, macht richtig Spaß da durchzulaufen. Also geil. Thank you.
sehr langsam hier. Oh Mann. Dark Ride. Das Video alleine sitzt, dann merkt man, das Wasser läuft von der Bank ganz langsam zu einem herunter. Das ist nicht schön.